Wir waren von Fehmarn nach Lolland gesegelt. Jetzt warteten wir an der nördlichen Einfahrt des Guldburgsundes auf die Passage in das Smålandwasser. Von hier sollte es weitergehen zu den Inseln Femi und Ömi. Wir hatten die Nacht in der Marina von Guldburg verbracht und zogen nun mit einigen anderen Seglern unsere Kreise vor der Brücke, um die Öffnung nicht zu verpassen. Nach drei stürmischen Tagen mit 6 Windstärken aus West hatte sich das Wetter nun etwas beruhigt. Es war leicht bedeckt und mit 3 Beaufort Windstärken versprach es ein herrlicher Segeltag zu werden. Von Guldburg sollte es zur kleinen Insel Femi gehen. Schon kurz nach Passieren der Brücke konnte ich Segel setzen und kreuzte aus der kleinen Bucht heraus, die von den beiden Inseln Lolland und Falster gebildet wurde. 3 Beaufort, das hieß Vollzeug setzen und munter gegen ankreuzen. Das Smålandwasser ist ein sehr dankbares Revier. Es gibt viele Inseln und Häfen, alle in kurzer Distanz und gut zu erreichen. Allerdings muss man recht exakt navigieren, da es viele Untiefen gibt. Und mit 2 bis 6 Meter Wassertiefe ist es überall recht flach, sodass bei entsprechendem Wind sich die Wellen auch unangenehm aufstellen können. Aber diese Gefahr bestand heute nicht. Der Himmel klarte immer mehr auf, die Sonne begann zu scheinen. Munter ging es voran und schon bald kam die Insel Femi in Sicht. Direkt darauf zuhalten durfte ich allerdings nicht, denn an der Südspitze von Femi erstreckte sich ein langgezogenes Riff, in dem es nur eine kleine, durch 2 Kardinalstonnen markierte Durchfahrt gab. Ich bereitete die Biedewind für das Anlegemanöver vor, machte Vorder- und Achterleinen klar und legte die Fender zurecht. Schon von Weitem konnte ich den Hafen ausmachen und sah auch die Fähre, die dort gerade ablegte. Gerade in den kleinen dänischen Häfen ist das Ausmachen der Fähre für mich eine wichtige Aktion. Es gibt nichts Blöderes, als wenn einem beim Anleger eine Fähre in die Quere kommt. Insofern warte ich immer ab, bis sie ausgelaufen oder eben eingelaufen sind und fest vertäut oder draußen unter Fahrt sind. Dann kann ich in Ruhe in den Hafen einlaufen und mir ein freies Plätzchen suchen. Es war nicht mein erster Besuch auf Femi. Insofern war ich mit den Gegebenheiten vertraut und ich wusste, dass der Hafen um diese Jahreszeit stark überfüllt ist. Aber es war erst mittags um 1 und ich hoffte, ein freies Plätzchen zu finden. Geschafft, mit ihrer geringen Breite und Tiefgang konnte die Biedewind in eine Box schlupfen, die für die großen modernen Yachten zu klein war.
Nun wollen wir doch mal hören, wie Regina ihre erste größere Segeltour gefallen hat. Jetzt sind wir auf Femö. Nicht auf Fehmarn, sondern auf Femö. Ganz kleine Insel, ganz kleine Hafen. Um zwei Dörfer oder so. Hier, aber eine Kneipe soll das hier geben. Auf dem Hügel und ein kleines Café. Mehr gibt das hier nicht. Aber schön. Wir haben noch einen der letzten Liegeplätze gekriegt hier. Da ist der Chef, der Captain, der mich immer bekocht. Nee, ist niedlich hier. Das war alles toll. Die ganzen Häfen waren süß. Nach und nach füllte sich der Hafen immer mehr, die ersten Sechserpäckchen entstanden. Wir beobachteten eine Weile lang dieses Treiben, um uns dann auf dem Weg in die Insel zu machen, um die Kneipe zu finden, von der ich wusste, dass es dort eine herrliche Aussicht und lecker Bier und Essen gab. Ungefähr 1,5 Kilometer Fußmarsch erreicht man auf einer Anhöhe Sönderby, eine der beiden Ortschaften auf Femö. Diesen kleinen Fußmarsch sollte man unbedingt auf sich nehmen. Zum einen wegen der schönen Aussicht, aber auch wegen des Ortes selber, in dem sich uralte Häuser in kleinen Mulden gegen den Wind versteckt halten und liebevoll gepflegte Parks angelegt sind. Und natürlich auch wegen der erwähnten Gaststätte, in die wir einkehren wollten. Der Femikro, eine urige, alte, restaurierte Gaststätte. Der Wirt informierte uns, dass es auf der Insel selbstgebrautes Bier gibt. So kamen wir nicht umhin, eine Bierprobe zu machen und noch ein Bier zu trinken und noch ein Bier. Und irgendwann beschlossen wir, nicht an Bord zu kochen, sondern im Cro zu speisen. Eine weise Entscheidung. Nach all dem leckeren Bier und Essen, wie sollten wir jetzt zurück zum Boot kommen? Sollte Regina mich im Beiwagen fahren? Oder besser ich sie? Oder sollten wir es mit Trampen versuchen? Zurück im Hafen inspizierten wir die gut vertauten Boote, die in Päckchen lagen. Und wie so häufig in diesem Urlaub ließ ich den Abend gemütlich mit Gitarrenspiel ausklingen. Am nächsten Morgen sollte es weitergehen. Am nächsten Morgen beobachteten wir das muntere Treiben im Hafen. Es kostete doch einige Mühe, all die Päckchen wieder aufzulösen, insbesondere weil einige Ankerlieger der Nacht, die keinen Platz gefunden hatten, gleichzeitig versuchten, schnell in die frei werdenden Plätze hineinzukommen. Da wir nur eine kurze Distanz von ungefähr 20 Seemeilen vor uns hatten, hatten wir es nicht besonders eilig abzulegen und liefen erst gegen 9 Uhr aus. Es herrschte kein Wind und so musste motort werden. Like
läuft man aus Föhmeer aus, so kommt man, der Betonnung folgend, auf die kleine Insel Fyrjö zu. Diese lässt man dann Backbord liegen und kann dann den Kurs auf die Insel Fjärö absetzen. Die Sonne schien an einem herrlich blauen Himmel. Es herrschte kein Wind und die Dieselfock musste ran. Der Autopilot konnte eingesetzt werden und wie eine Perlenschnur lag auf einer Geraden das Schraubenwasser hinter uns und markierte die Insel Fehmö, die wir verlassen hatten. Voraus hielten wir zu auf Fjärö. Zwischen den drei kleinen Inseln Fehmö, Fejö und Fjärö gab es ein Sperrgebiet. Im Vorbeifahren wurde nun auch klar, wozu es diente. In ihnen gab es mehrere größere Fischaufzugsanlagen. Daher kam wohl der leckere Lachs, den all die Touristen so gerne in den Häfen geräuchert verspeisten. Der Autopilot hielt stramm seinen Kurs und für uns gab es nichts weiteres zu tun, als herumzugammeln, die schöne Aussicht zu genießen und auf entgegenkommende Schiffe zu achten. Nach kurzer Zeit hatten wir die Insel Fjärö quer ab. Heute Morgen sind wir von Fjärö los, war kein Wind, sind motort, 6-7 Seemeilen bis zur Insel Fjärö. Wir möchten jetzt weiter nach Ömö, also es ölt sich hier, Ö heißt ja kleine Insel. Inzwischen ja, sind so 6 bis 7 Knoten Wind und ich habe die Maschine ausgemacht und Segel gesetzt. Bisschen ruhiger und entspannter und so eilig haben wir es ja nicht. Jo. Wir kommen jetzt mit 3-4 Knoten voran, aber Ömö ist schon in Sicht. Unter Maschine wären wir wohl in 2 Stunden da. Ich vermute mal jetzt unter Segeln brauche ich locker 3 bis 4 Stunden, weil der Wind ein bisschen gegen ansteht. Ist ja egal, hat ja Urlaub. Und die Biedewind findet immer irgendwo ein kleines Plätzchen. Da, wo die großen Yachten nicht rein können, da kann ich immer noch mit meiner Reihe mit dem geringen Tiefgang und auch hat ja nicht so einen breiten Hintern. Wie manche moderne Schiffe. Ja, tiefenentspanntes Segeln jetzt. In Deutschland sind jetzt ja 30 bis 40 Grad Hitze angesagt. Und hier auf dem Wasser angenehme 23 Grad. Der Wind säuselt um einen rum. Nach dem Passieren von Fjärö konnte man direkt Kurs auf die Ansteuerungstonne von Ömö setzen, das schon bald am Horizont in Sicht kam, ebenso wie die Industrieanlagen auf Seeland. Ja, auch das noch. Ärger aus dem Maschinenraum. Keilriemen und Lichtmaschine sind heiß gelaufen. Da ist irgendwie ein Kinken drin in den Keilriemen. Naja, habe ich ihn erstmal runtergenommen. Dieselmaschine läuft ja auch ohne. Hauptsache, ich finde immer ab und zu mal wieder jetzt Landstrom, sodass ich die Batterie aufladen kann. Starterbatterie ist ja unabhängig vom restlichen Verbraucherkreis. Aber immer was anderes. So, jetzt bin ich kurz vor Ömö und dann schauen wir mal weiter. Schnell ging es auf den Hafen von Ömö zu. An der grünen Tonne konnte man auch erkennen, weshalb. Wir hatten mitlaufenden Strom. Das Ömö-Wasser endete im Langelandsbelt, in dem es schon Gezeitenbewegung zwischen dem Kattegat und der westlichen Ostsee gab.
Föhme ist noch kleiner als Föhme und nur mit Mühe fanden wir ein freies Plätzchen. Im Windschatten des Hafens war es doch deutlich wärmer als draußen auf dem Wasser. Und nach dem Bezahlen der Hafenpenge gingen wir erstmal in eine kleine Fischbude und holten uns ein Bier und setzten uns damit in den Schatten. Anschließend erkunden wir etwas den Hafen und suchten eine schöne Badebucht direkt neben der Marina auf. Nach dem Abendessen hieß es Sightseeing und spazieren gehen. Ömi bietet eine wunderbare Aussicht auf den Langelandsbelt und ganz in der Ferne kann man sogar die große Beltbrücke erkennen. Wir fanden ein feines Lokal direkt am Wasser gelegen. Welch eine wunderschöne Abendstimmung. Es war Reginas erster Segelurlaub mit mir und wir waren überglücklich. Das Rockin' Cup Ort Video hatte doch eindeutig unseren Beziehungsstatus verändert. Wir schlenderten zum Boot zurück und genossen die herrliche Atmosphäre im Hafen. Am nächsten Morgen wollten wir mit der Biederwind wieder auslaufen und das Langeland-Fahrwasser queren. An Langeland vorbei nach Falster segeln und dann von dort aus die dänische Südsee erobern. Wenn dich das auch interessiert und du vielleicht auch neugierig bist auf fliegende Fische in der Ostsee, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, mir ein Like geben und gespannt sein auf die Abenteuer der Biederwind in der dänischen Südsee.